Cause all we do is hide away. So, guten Morgen, 4 Uhr in der Früh, Wettercheck draußen. Wie man sieht, sieht man nichts, zumindest auf der Kamera, aber, warte mal, ich gehe mal ins Licht. Es ist zumindest trocken, es regnet nicht, das ist die Hauptsache. Bei Regen sich an Stadt stellen, da hätte ich jetzt gar keine Lust drauf. Aber es ist trocken, also frühstücken, vorbereiten, ansehen, los. So, 5 Uhr morgens oder kurz nach 5, Frankenpedaleur rollt zum Start, der eigentlich erst um 6.30 Uhr ist. Aber je weiter man vorne steht, desto stressfreier wird das Ganze. Ja, ist schon ein bisschen krank eigentlich. Wie man sieht, ist keine alte Sau hier unterwegs. Aber am Starter werden schon ein paar rumstehen. Also, ich kenne das vom letzten Mal, das füllt sich dann ziemlich schnell. Und ja, wollen wir mal das Beste hoffen. Oh, momentan ist immer noch ruhig. Lichter brennen zwar schon in den Häusern, aber so recht viele sehe ich noch nicht hier. Mal gucken, ich habe ja ziemlich Kohlenhydrate geladen. Gestern zweimal so einen Topf mit Nudeln mir reingezogen. Heute früh die Haferflocken mit ordentlich Reissirup. Also die Speicher dürften gefüllt sein. Und das Wichtigste in der Früh ist natürlich, dass der Stuhlgang klappt. Ah, da sitzen sie alle noch brav beim Frühstück. So, jetzt muss ich erstmal den Start suchen. Ich glaube, der ist hier weiter hinten. Feuerwehr ist auch schon da für alle Fälle. So, hier im ersten Block, da stehen die schnellen Jungs. Towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel. Der Besenwagen. Sehr schlecht. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids. Thank you.
Sie trinken hier? Trinken habt ihr was? Ja, Wasser oder dieses da? Wieso? Wieso? Ja, danke. Das klebt so einmal eintauchen, nur in dem Wasser. Das klebt total. Das mag ich. Bleiben wir am Pendel an. Dem. So. Ihr seid schnell in Ordnung. Ja. Danke schön. Bitte schreiben. Danke. Ich empfehle euch weiter. Der Gipfel vom Jaufen. Puh. Fragenpeter lädt ziemlich am Ende. Puh. Fucking Jaufenpass. Done and dusted. Boah. Scheiße. Ah. Jetzt haben wir bloß noch einen kleinen Hubbel.
Ach, ist hier gar keine Verpflegung mehr. Na toll. War doch früher so. Da oben war doch auch noch mal einer eigentlich, oder? Naja. Okay. Ah, ich dachte, hier wäre Verpflegung noch mal. So, Frankenpyroler muss ich selber auch mal filmen, wie fertig er ausschaut. Meine Fresse, das ging irgendwie auch schon mal leichter. Ich dachte, hier oben am Jaufen wäre noch eine Labe, aber dem ist nicht so. Sechs Stunden, 3,285, 154 Kilometer. Da geht's jetzt runter. Jetzt trinke ich noch ein bisschen was und dann geht's weiter. Puh. Bis zum Temmelsjoch dann. Nach 3800 Höhenmeter siehst du dann so eine Rampe. Herzlichen Glückwunsch. Am Jaufen seine Flasche nicht aufhält, es rächt sich. Scheiße. Keine Frage, gehört die Frage. Hallo? Bestens. Es ist noch auszuhalten, sagen wir so. Am Brenner war es besser. Am Brenner war es definitiv besser, als müssen wir da noch irgendwie aufgefallen, weil das normal noch zusammenkriegen sollen. So, da muss der Frankenpedaleur jetzt noch hoch. Oh. Weiter geht's, hilft ja nicht. Zeitmatte. Mann, oh Mann, das ist nochmal ein Ritt hier hoch. Ich glaube, das sind 700 Höhenmeter oder 800. Wenn man oben ist, geht es nochmal kurz runter und dann kommt nochmal eine Gegensteigung. Das sind 200 Höhenmeter oder 150. Und dann geht's nach Sölden. Ach Gott. Da unten, da kam ich her. Ich muss euch sagen, es schmerzte sehr. So hard and got so far.
Ja, das sind die letzten Meter zum Timmelsjoch. Wer hier durch den Tunnel ist, der hat es so gut wie geschafft. Es geht jetzt noch ein Stück hoch, aber nicht mehr viel. Kleine Abfahrt, dann kommt noch so eine Gegensteigung, ist aber auch nicht dramatisch. Und dann geht es Schuss runter nach Sölden ins Ziel. Gott sei Dank. Boah, mache ich so einen Scheiß eigentlich jedes Mal. Aber morgen denke ich schon wieder über die nächste Anmeldung nach. Nur Bekloppte, ey. Ciao Italia. Kilometerstand 202. 5017 Höhenmeter. Sind jetzt noch knapp 23 Kilometer. Das meiste davon bergab. Vielleicht noch 200 Höhenmeter. Bestzeit wird es, glaube ich, nichts mehr. 9,37 war meine Bestzeit. Ich habe jetzt schon 8,56 ohne Pausen. Aber unter 10 Stunden müsste hinhauen. Top Speed 90, da sind dann immer die Fotografen an der Stelle und messen dann deine High Speed. Und jetzt hier mit 90 in den Gegenanstieg, aber ich bin schon wieder bei 20, 19 km/h. Aber der ist nicht weit. Letzten Höhenmeter und dann geht's runter. Gott sei Dank. Said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of a world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the wave. Swallowed, borrowed, heavy by everything. So, Frankenpedaleur sagt Prost. Ötztaler erfolgreich gefinisht. Zwar nicht in Bestzeit, Viertelstunde langsamer als 2017. Tja, woran lag's? Jaufenpass, glaube ich, war ein bisschen schwach. Da habe ich gesehen, die Wattwerte waren unter ferner liefen. Und dann natürlich die lange Pause da in Schönau, da an der Labestation, da in der Hälfte vom Timmelsjoch. Weil ich natürlich am Jaufen nichts zu trinken mitgenommen habe, weil ich davon ausging, dass oben am Gipfel nochmal eine Labestation war. So war es zumindest vor 2 Jahren. Da war kurz vorm Gipfel eine und dann ganz oben nochmal. Und ich hätte die ganz oben dann genommen, aber da war halt dann nichts. Ja. Da muss ich dann mit halb voller Flasche weiterfahren und habe mich dann da die Hälfte vom Timmelsjoch noch hochquälen müssen und da war alles aus dann. Alles aus und vorbei und dementsprechend kaputt kam ich dann da an der Labe an und musste mich erstmal sammeln und essen und Speicher auffüllen und so weiter. Jedenfalls war es geil, das Wetter hat auch gehalten, es hat nicht geregnet. Es wird ein bisschen düster, aber schaut jetzt auch noch nicht so nach Regen aus.
Oh, ich gehe jetzt unter die Dusche, hol mir meine Gutscheine, lass mir noch was zu essen raus in der Halle. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich habe so oft wie es geht auf die Kamera drauf geklopft, dass ich alles Mögliche aufnehme, Abfahrten, irgendwelche Szenen am Rand und Ereignisse und einfach, dass man einen bestmöglichen Einblick in das Geschehen erhält. Und ja, ich hoffe, das Video wird was. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, so sagen das die YouTuber immer. Macht, was ihr wollt. Drückt überall drauf, was ihr findet. Und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal wieder. Prost! Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by. But I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you.